Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored 2 Jin Doshs Rätsel. Ich habe jetzt mal mit einem Kumpel geredet, der Dishonored 2 auch durchgespielt hat, und habe ihn ein bisschen gefragt, ob er mir einen Tipp geben kann. Und nämlich dieses ganze Level. Das dauert, also er hat es durchgespielt und das hat ihn ungefähr, ja, so 2-3 Stunden gedauert. Und das ist eben eine Variante, das Ganze zu überspringen. Ich will euch das eigentlich nicht vorenthalten, die 3 Stunden Spielspaß hier. Aber ich will schauen, ob ich das schaffen kann. Ich habe ihn gefragt, ob er mir einen Tipp geben kann, und er hat gemeint, er hat mir seine Lösung gesagt. Also er hat kurz davor gespeichert, bevor er den Zettel eben bekommen hat, und dann hat er mir das gezeigt. Das Ding ist, es ist nicht das gleiche Rätsel, und das finde ich richtig genial, weil zum Beispiel, hier steht bei uns, Dr. Markula saß ganz links und daneben eine Frau in Lila. Und er hat bei seiner Lösung hatte er die Markula, hatte er, glaube ich, als zweites, und Lila hatte er aber ganz rechts oder irgendwie sowas. Also komplett anders. Und dann hat er eben nochmal das Rätsel angeschaut und das war wirklich umgestellt. Also es war nicht der gleiche Text, und das finde ich richtig genial, weil entweder man versucht das eben. Das klingt eigentlich schon richtig cool. Alter. Okay, also. Entweder man versucht das mit Verstand zu machen, oder eben man spielt das. Und ich werde diese Folge jetzt komplett dafür gebrauchen, um das Rätsel zu lösen. Also ich versuche das Rätsel zu lösen, weil da gibt es ein paar Sachen, die man ausprobieren muss. Aber es gibt, wie gesagt, keine Lösung dazu. Und wenn ihr das nicht sehen wollt, dann könnt ihr gerne skippen. Und wenn ich schaffe, dann überspringe ich das Level, weil ich habe mir das dann verdient, ne? Und wenn nicht, dann werde ich eben ab nächster Folge hier versuchen, die Typen da auf meiner Seite zu bekommen. Gut, also hierfür habe ich mir eine Excel-Tabelle gemacht, und ich werde das jetzt für euch offen lassen und quasi auf meinem zweiten Bildschirm dann versuchen, das aufzuschreiben, und dann zeige ich euch die Excel-Tabelle. Okay, also wir wissen, dass die Frau die Frauen saßen in einer Reihe, ist ja klar. Sie trugen alle verschiedene Farben. Lady Winslow einen kecken Hut in Weiß. Gut, das schreiben wir gleich mal auf. Also die Winslow. Ups. Winslow trägt Weiß. So, danach Dr. Markula sitzt ganz links. Genau, das können wir gleich in eine Markula. Saß ganz links. Neben einer Dame in Lila. Okay, dann Farbe Lila. So, die Dame in Rot saß links von einer Dame oder Lady in Grün. Das heißt, Rot sitzt
neben. Ah, links. Sitzt links von grün. Wunderbar. Dann, ich erinnere mich an dieses Gewand in Rot, da die Frau ihr Glas Whisky darüber verschüttete. Also Rot hat Whisky. So. Genau, die Reisende aus Belton saß ganz in Blau gekleidet. Also Blau ist in, wie schreibt man das? Baleton, okay, Belton. Gut, als eine der Anwesenden ihr Erbstück, Vogelanhänger, prahlte, behauptete die Frau neben ihr, aus ihrer Heimat Belton gäbe es. Okay, neben Belton, die in Blau ist. Gut. Danach, wesentliche edlere Exemplare. Also prahlten Baroness Finch mit ihrer Kriegsmedaille, bei dessen die Dame aus Dabokfa Diamant. Eine Dame trug einen kostbaren Gegenstand, Schnuff Tabakdose. Und als die aus. Okay, neben Freeport. Also die doofe Dose ist neben Freeport. Verschüttete sie beinahe das Glas Wein ihrer Nachbarin. Da ist jetzt. Freeport neben Wein. Beinahe das Glas Wein ihrer Nachbarin. Heißt es dann, dass die Dame trug einen kostbaren Gegenstand, Schnupftabakdose, und als die Besucherin aus Freeport neben ihr das bemerkte, verschüttete sie beinahe das Glas Wein ihrer Nachbarin. Das könnte doch sein, dass die Schnupftabakdose den Wein hat. Aber könnte auch das andere sein. So. Madame Natusson hob ihr Glas rum. Die Lady aus Dunwall, abgefüllt mit Absinth, fiel auf die Dame in der Mitte und schüttete Bier. Das heißt, wir können in der Mitte gleich Getränk Bier hinschreiben. Dann fesselte Graf Conté, Gräfin Conté, die haben wir aus Kanaka. Ihrer wilden Jugend in Kanaka. Am Morgen lagen vier Erbstücke unter den Tisch, Vogelanhänger, bla bla bla. Gut, der Ring bleibt ja natürlich an den Finger. So, jetzt werden wir kurz mal das ändern. Also, wir werden jetzt mal kurz hier, warte. Gut. Also, wir haben jetzt quasi Wislow Weiß, Rot sitzen links von Grün, Rot hat Whisky, Blau Belton, Vogelanhänger neben Belton, Baroness Finch Medaille, Dabokfa hat Diamantschnupftabak neben Freeport neben, da kommt natürlich noch ein E. Neben Wein, vielleicht Dose, also genau, dazu Saint rum, dann will Absinth, Bier und genau. Und jetzt habe ich hier eben die
die 4, 5 Spalten und hier eben das A. Und jetzt quasi mit dem Bier können wir rauslöschen. So, das haben wir schon. Also wir haben Makola, das ist ganz links. Dann neben ihr Lila und neben ihr Bier. So, jetzt müssen wir schauen. Also Winslow in weiß. Das heißt, hier ist nicht weiß, hier ist nicht weiß, hier ist weiß. Oder da ist weiß. Weil, das wissen wir, also hier oder hier, das wissen wir, weil rot sitzt neben grün. Das heißt, entweder hier ist rot und hier ist grün oder hier ist rot und da ist grün. Das heißt, hier weiß, rot, grün zum Beispiel. Das heißt, hier die Makola muss blau tragen. Blau. Und blau ist Belten. Ballettern. So. Das heißt, das da können wir schon mal rauslöschen. Super. Haben wir noch irgendwas mit Belten? Belten im Vogelanhänger. Das heißt hier. Hey, das geht hier gut. Vogel an. Machen wir einfach Vogel. So. Hier ist der Vogel Nummer 2. Genau, Vogelanhänger. Upp. Super. Dann nehmen Freyport. Freyport nehmen Wein. Natursaur rum. Dann mal Absinth, Griffin. Gut. So. Jetzt ist hier natürlich die Frage, wer wo sitzt. Also, Rot hat Whisky. Das interessiert gerade nicht. Rot links von Grün. Gibt es noch irgendwas mit Grün und Rot? Nicht, ne? Das wäre ja zu einfach gewesen. Rot hat Whisky. Gibt es noch was mit Whisky? Nein. Das wäre ja auch zu leicht gewesen. So. Also Winslow ist weiß. Aber wir wissen nicht, wo die Winslow herkommt. So. Natio? Ich will immer Natusor sagen, von Witcher her kommt das, glaube ich. Also. Makola. Haben wir sonst auch nicht mehr. Warte mal, ich mache hier mal. Ups. Ein bisschen. Bisschen Abstand, damit wir das bisschen besser erkennen. So, ihr könnt ja mal in der in den Kommentaren schreiben, ob ihr das oder ob ihr eine Lösung habt oder ob wir gerade genauso überlegen müssen. Also, ja, auf was für eine Lösung ihr rauskommt, bevor ihr meine Lösung seht, wenn ich überhaupt eine Lösung habe. Gut, also. So, was machen wir jetzt? Also, wir haben blau und lila, dann weiß-gelb, weiß-grün-rot brauchen wir noch. Also hier ist die Farbe, hier ist noch eine Farbe. Sonst haben wir keine Farben mehr. Super. Gut, dann hier ist der Bokwa. Hier ist Freyport. Freyport neben Wein. Vielleicht. Also nee, das ist sicher, aber vielleicht ist die Schnupftabakdose der Wein. Natursaur, Entschuldigung, sage ich jetzt einfach, hat rum, dann wohl Absinth. Griffin Conte ist, boah, okay, das ist,
Das ist doch ziemlich heftig. Schnupftabakdose neben Fraport. Fraport neben Wein. Rot sitzt links von Grün. Rot hat Whisky. Ich glaube, da muss man wirklich auch mal ein bisschen ausprobieren. Okay. Versuch Nummer 1. Warte mal. Ich mach die ganzen jetzt mal. Ich mach die ganzen mal jetzt grün. Weil da wissen wir sicher, dass die richtig sind. Da mache ich hier mal jetzt versuchsweise, mache ich hier weiß, da rot und da grün. Nur um es auszuprobieren. Rot hat Whisky. Aber was bringt uns das weiter? Das bringt uns hier weiter. Fraport neben Wein. Und genau, Wein neben Schnupftabakdose neben Fraport. Das heißt, Fraport neben Wein. Das muss hier sein. Das heißt, hier ist Wein. Da ist, weiß ich nicht, aber hier ist was ist denn los? Neben Wein. Schnupftabakdose hat. Ah, nee, das kann nicht sein. Hier wissen wir, dass das richtig ist. Weil Rot sitzt links von Grün. Und Rot hat Whisky. Wenn er hier rot wäre, das geht nicht. Also stimmt diese Ausstellung. Jetzt bin ich aber ein bisschen. Fraport neben Wein. Und Schnupftabak. Ah, doch, 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 doch. Ich dachte, das war gerade ein Verbüchsler in meinem Kopf. In meinem Hirn, weil ich dachte, Fraport hat jetzt die Dose. Aber nein, die Dose ist neben Fraport. Das heißt, die Marcola hat die Schnupftabakdose. Weil Fraport neben Wein und hier kann niemand in Fraport leben, weil er nirgendwo neben Wein sein kann. Gut. Das heißt, die da haben wir eigentlich. Das heißt, hier muss rum sein. Und das heißt, da muss Natuso, sage ich jetzt mal. Natio. Weil hier ist eben Fraport und der hat kein Rum. Also beziehungsweise Natusor muss Rum haben. Deswegen hat Grün Rum. Dunwall hat ab. Oh Gott. Verdammt. Nein, verdammt, verdammt, verdammt. Dunwall hat Absinth. Da ist jetzt ein Fehler drin. Also. Nochmal von vorne. Also, Rot hat Whisky. Rum hat Natusson. Das habe ich jetzt gewählt, weil hier kann das nicht. Boah. Aber wer hat dann wohl Absinth? Dann muss Lila Absinth haben, aber das wäre. Oje, oje, oje. Also. Schnupftabakdose neben Fraport. Und Fraport neben Wein.
Ah, das muss doch hier sein. Das muss hier sein. Weil hier geht es ja nicht, weil hier ist rot und grün. Und das ist sicher, weil rot ist links von grün und hat Whisky. Aber dann passt das Donwall und Absinth nicht. Baroness Finch hat Kriegsmedaille. Also ich glaube, ich habe jetzt zwei. Also die beiden, die müssen eigentlich sein, aber ich komme gerade mit dieser Zeile nicht klar. Diese Zeile. Weil es stand da, dass Bier in der Mitte ist. Und blau und lila. Und blau, also blau und Belton wussten wir, weil Belton neben. Neben dem Vogel ist, aber das könnte ja auch hier sein. Warte mal, ich schau mal kurz. Also hier steht. Genau, Dr. Marcolla saß ganz links, neben einer Frau in Lila. Die Dame in Rot saß links von einer Lady in Grün. Ich erinnere mich an dieses Gewand rot. In Rot, da die Frau ihr Glas Whisky darüber. Weil die Frau ihr Whisky. Also, das heißt, ja, das haben wir. Die Reisende aus Belton war ganz in Blau gekleidet. Als eine der Anwesenden mit ihrem Erbstück prahlte, behauptete die Frau neben ihr. Also, es könnte auch die Frau in der Mitte sein. Also, warte. Die Belton ist in Blau. Und neben ihr ist. Also nicht links neben, also es sagt nur neben ihr. Okay. Okay, gut. Wir sind wieder zurück. Ich habe kurz das hier reingeschrieben. Also ich habe bei der Aufnahme gesehen, dass da gerade Black Screen war. Irgendwie mag das OBS nicht diese Szenenwechsel, keine Ahnung. Gut, also, blau ist Belton, Vogel neben Belton. Das heißt, also hier ist der Vogel. Das wussten wir. Hä, warte, woher wussten wir das? Ah, okay, wir drehen uns gerade im Kreis. Also, das da war ein Versuch. Also das mit der grünen. Grün-Rot. Also Rot und Grün müssen hier sein, das ist safe. Aber Weiß und Blau, das ist nicht sicher. Okay. Dann machen wir die beiden grün. Und die beiden, also Lila bleibt grün, die beiden. Gehen aber wieder weiß. Ja, das sieht jetzt kacke aus. Egal, egal. Dann, also die beiden können auch vertauscht werden. Nee. Also die, okay. Also, hier ist weiß. Die müssen vertauscht werden. Weil, so wie es gerade. Nein. So. So wie es gerade war, war es falsch. Blau. Das heißt, hier ist Belton. Das heißt, der Vogel ist auch wahrscheinlich falsch. Die Dose auch, der Wein auch.
Eieieiei. So, also. Ja, das wissen wir jetzt auch nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, also. Blaubelten. Vogel neben Belten. Das heißt, Vogel entweder hier oder hier. So, also. Neben Freeport. Das heißt, also Harry Potter können wir hier jetzt auch ausmachen. Gut, gut, gut. Also die haben wir, also die Farben hier haben wir richtig. Also anders kann es nicht sein, weil wir haben es jetzt so gemacht mit Blau hier und da sind wir eben mit Conte und Kanaka falsch gewesen. Das ist schon mal ein Fortschritt, Fragezeichen. So, wir haben jetzt Belten. Gibt es hier noch irgendwas außer, also Vogel neben Belten, also entweder hier Vogel oder hier Vogel. Können wir die genau, hier einfach entfernen. So, super. Super. So. Das. Ups. Das ist jetzt auch grün. Das wissen wir 100 Pro. So. Jetzt machen wir hier mal. Nur aus Jux und Gaudi. Nee, wir machen hier mal den Vogel. Vogler. Das heißt, also hier der Vogel. Dann machen wir mal hier weiter. So. Also, das da haben wir auch Winslow in weiß. Verdammt! Hier, das da habe ich voll vergessen. Winslow in weiß, das kann gar nicht hier weiß sein. Ach du grüne Neune. Das heißt, es war. Hä? Warte, warte, warte. Das heißt, in der Mitte muss weiß sein und da muss blau sein, aber das ging mit Kanaka nicht aus. Ich bin, wow, ich bin gerade so verwirrt. Das glaubt ihr gar nicht. Okay, warte mal. Ich mache hier mal. Ich mache hier mal nochmal das so, wie es vorhin war, damit ich das nochmal sehe. Also. Okay. Belten war falsch. Hier war Balton. Vogel neben Belten. Vogel hier. Dann Whisky, Bier. So. Weiß hier war Winslow. Okay, also gut. Kriegsmedaille, Diamant neben Freyport. Freyport neben Wein. Genau, deswegen war hier Freyport. Weil hier hat, ja, genau. Und hier Wein. Und hier Freyport neben. Aha. Aber hier könnte auch die Dose sein. Weil es hieß ja im Text nur, dass Freyport neben Wein saß und quasi den Wein von der verschüttet habe. Aber es hieß ja nicht, dass der Wein die Dose ist. Okay. Okay, so. Natusor hat rum. Das heißt, hier muss rum sein. Und
Ah. Und jetzt weiß ich, was daran falsch war. Genau. Treffen konnte Kanaka. Genau. Wieso war das falsch? Ich weiß halt noch nicht, wo. Also Kanaka kann ja die beiden sein. Okay. Also. Okay. Ich mache jetzt hier mal weiter. Also. Also Natusontrum. Wo ist die? Hier. So, tun wir einfach da runter. Dann Freyport neben hier. Schnupftabak neben Freyport. Hier. Okay, gut. Also. Warte, das haben wir auch. Entschuldigung. Diese haben wir auch. So. Jetzt haben wir noch Finch hat Kriegsmedaille. Der Bokfa hat Diamant. Okay, also hier bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass das doch die Dose ist, weil hier, wenn hier die Dose ist, dann, also wir haben jetzt nur noch zwei hier, der Bokfa und Dunwall, und die sind beide hier. Ach, dann war das gar nicht die Gräfin Conté, was mich so irritiert hat, sondern der Dunwall und der Absinth. Ich erinnere mich wieder. Ah, gut, gut. Das ist ein heftiges Rätsel. Okay. Also, Dunwall und Absinth. Dunwall und Absinth. Freyport neben Wein. Okay, Freyport könnte auch hier sein. Okay, das da ist auf jeden Fall falsch. Uiuiui. Gut. Freyport könnte auch hier sein. Das heißt, nochmal alles auf Anfang. So, also. Genau, hier ist Weiß. Darüber ist Winslow. Hier ist Blau. Das heißt Balton. Das ist Vogel. Der ist weg, der ist weg. Dann könnte hier eben die Absinth. Und dann Wall sein. Gut. Hier machen wir mal Farbe weg. Gut, also Blau ist Belton, das haben wir. Vogel neben Belton, das haben wir. Die beiden sind grün. So. Freyport neben Wein. Das muss eigentlich da sein. Warte, ich mach Winslow weiß, das haben wir. Rot neben grün haben wir. Rot hat Whisky, das haben wir. Braunes Finish Kriegsmedaille. Da Bokfa, Diamant. Dunwall, Absinth. Gräfin Conté. Okay, dann
Wieder Port. Und hier Wein. Muss eigentlich so sein. Das muss eigentlich so sein. So, also. Schnupftabakdose neben Freyport. Das kann hier sein. Und auch hier. Freyport neben Wein. Okay, also hier oder hier ist Wein. Die Dose. Natursor hat Rum. Das heißt, hier ist Rum. Ist Natursor. Natursor ist der Name, nicht wahr? Wo ist Natursor? Wo ist Natursor? Griffin kann. Warte, hier. Winslow. Madame Matusson. Ich bin doch ein Vogel hier. Ich bin doch ein Vogel. Okay, also. Ja. Rum, Matusson. Nazio. Ah, Mann, bin ich ein Idiot. Meine Güte. Okay. So. Gut, also. Jetzt haben wir das. Jetzt ist hier noch, sind noch zwei, also Baroness und Gräfin Kon... Ah, also Gräfin... Finn Conte. Warte, machen wir einfach nur Conte. Conte ist in Kanaka. Und dann bleibt nur noch Finch. Kriegsmedaille. Das ist fast wie Sudoku. Gut, also. Kriegsmedaille. Hammer. Absent. Hammer. Kanaka. Hammer. Jetzt ist nur noch Dabokfa. Hier. Dabokfa. Und ein Diamant. Dann ist Vogelnir neben Belten. Schnupftabakdose neben Freyport. Das muss jetzt Dose. Und hier muss dann der Ring sein. Holy, wenn das stimmt. Krass. Gut. Dann wollen wir mal schauen, ob das stimmt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin mega gespannt. Okay. Entschuldigung. Also, ist die Dose? Ist das eine Dose? Ja doch, ne? Danach kommt Natursor. Mit dem Vogel. Danach kommt Winslow mit den Diamanten. Oh, das stimmt. Conte mit dem Ring. Und Finch. Mit der Medaille. Es stimmt! Geschafft. Und jetzt zu Aramis Stilton. Yes! Yes, Mann! Und wisst ihr, alles nur, weil ich nicht Madame Natussaur geschrieben habe, sondern dachte, dass Natussaur ein Ort ist. Ah. Uiuiuiui. Yes, 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 yes. Gut, also. Habt ihr das gecheckt vor mir? Wahrscheinlich schon, weil ich ziemlich oft in den Kreis gegangen bin.
Aber, ja. Wie es weitergeht, sehen wir dann das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Für die, die da waren, schreibt das mal in die, oder da das ganze Video angeschaut haben, schreibt mal in die Kommentare rein, dass ihr das geschafft habt. Und mich würde interessieren, ob ihr das schneller herausgefunden habt als ich. Aber seid ehrlich. Gut, also, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da und kommentieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Bye.